And now welcome to the last talk of the day. And it's very close to night and it's time to tell spooky campfire stories, except this one is 100% real, spooky as it is. It is a talk on shadow profiling and on how Facebook tracks you even if you don't have a Facebook account. So, let's give up. So, hallo und herzlich willkommen zum Talk zu How Facebook Tracks Users on Android, wie Facebook User auf Android überwacht. Dieser Talk wird übersetzt von Ploy und Parkwart. Hallo zusammen. Es ist sehr cool, dass ich hier am Kongress sein kann. Es ist mein erster Kongress. Also, ich wirklich, es ist mein Traum von mir. Es gefällt mir sehr, hier zu sein. Ich meine, das wäre gar nicht möglich, dieser ganze Kongress, ohne die Übersetzer, ohne die Engel, ohne die Heralds. Bitte einen Applaus für die. Also, hebt mal eure Hand hoch, wenn ihr Android-Entwickler seid. Ja, vielleicht etwa 5 oder so hier. Und wie viele von euch haben das Facebook SDK verwendet? Irgendwelche? Eine Handvoll. Okay. Ja, also ich übergebe mal an Friederike, die macht hier den Anfang. Also, früher dieses Jahr haben wir Beschwerde eingereicht gegen verschiedene Firmen. Das sind Firmen. Das sind so Data Broker, Kreditwürdigkeitsprüffirmen. Und der Grund, weshalb wir auf diese Firmen fokussiert haben, die normale Leute gar nicht kennen, ist, weil für viele Leute ist es unmöglich festzustellen, wie sie getrackt werden und wer alles dann die Daten hat von den Leuten. Also als Teil von dieser Untersuchung habe ich Comcast gefragt. Also ich meine, ihr habt vielleicht noch nicht davon gehört, aber diese Firma hat von euch gehört, habe ich von dieser Firma alle meine Daten erhalten. Also das hier ist jetzt eine bearbeitete und weichgezeichnete Version meiner Browser-History. Also man sieht hier Timestamps, Geräteinformationen, also es ist zum Teil ziemlich sensible Daten und da hat es auch abgeleitete Daten, so ob ich Kinder habe, mein Geschlecht, mein Einkommen, also und verschiedene Datenhändler platzieren mich dann irgendwie komische Kategorien wie trinkt Alkohol zu Hause oder interessiert in Babyprodukten und Windeln. Also sehr spannend an diesen Daten, von denen es sehr, sehr viel gibt und einiges ziemlich falsch ist. Also das Faszinierende ist, all diese Daten kommen von einem Cookie aus einem Browser von einem meiner Geräte. Und deshalb haben wir heute Forschungsresultate veröffentlicht über, wie eine Firma User von Android über Abstract. Und insbesondere haben wir angeschaut, wie Facebook Leute auf Android trackt, die kein Facebook-Konto haben. Also früher in diesem Jahr hat Research von der Uni Oxford gezeigt, dass 42% der Apps Daten mit Facebook teilen können. Und das Interessante ist, dass Facebook der zweitgrößte Tracker nach der Google-Konzernspitze Alphabet ist. Also jetzt schauen wir mal an, wie das genau aussieht, insbesondere für Leute, die keinen Facebook-Account haben. Also der Grund, weshalb wir Facebook ausgewählt haben, ist aufgrund Dinge wie zum Beispiel ein Periodentracker oder eine Taschenlampe überhaupt Daten mit Facebook teilt, ziemlich erstaunlich ist für viele Leute. Insbesondere Leute, die eine bewusste Entscheidung gemacht haben, nicht auf Facebook zu sein. Also das ist, was wir getan haben. Wir haben von der Oxford-Universität dieses Paper genommen. Die haben uns eine Liste der Apps gegeben, die sie untersucht haben. Also irgendwie so Top 5000 Apps, die ein Facebook-SDK brauchen. Also das sind ein paar der allergrößten drunter. Und dann haben wir noch ein paar Apps ausgewählt, die irgendwie halt sensible Daten haben mit Religion oder mit Gesundheit. So ein bisschen Utility-Apps noch, weil die haben vielleicht noch Informationen über andere Apps drin. Also das sind die 34 Apps, die wir ausgewählt haben.
Hier sieht man sehr große Dinge wie Spotify. Ja, und ganz kleine Dinge, die mehr so von Indie-Developers sind, wie Games oder so. Und alle diese Apps haben aber jeweils 10 Millionen mindestens Installs. Also wir wollten eigentlich nur Apps mit weiter Verbreitung, weil es geht eigentlich weniger um die Apps oder die Entwickler an sich. Also wir wollen nicht die Entwickler kritisieren über, wie sie ihre Apps machen. Hier geht es ums SDK und wie das Daten übermittelt, mit oder ohne Nutzereinstimmung. Also mal kurz zur Methodologie. Also wir haben einen Nexus 5 genommen mit Android 8.1, haben mit einer Virtual Machine, auf deren Man-in-the-Middle-Proxy läuft, den Traffic durchgeschleust. Und also das heißt, der ganze Traffic zwischen dem App und Facebook ging über diese Virtual Machine. Also erstens mal, 61% der Apps, die wir getestet haben, übermitteln Daten automatisch an Facebook. Also einfach, sobald man das App aufmacht, also 21 aus 34 Apps übermitteln Daten direkt an Facebook, sobald man sie öffnet. Zum Beispiel dieses Kayak-App, also sobald man das App-Icon antippt, sieht man hier, dass es haufenweise Daten an diverse Firmen schickt. Also ich meine, man könnte das hier noch ein bisschen laufen lassen und ja, am Ende kommt man dann auf den Homescreen. Und das Lustige ist, hier steht, mach dir keine Sorgen, wir teilen nie Daten mit irgendjemandem ohne dein Einverständnis. So, also schauen wir uns da was ein bisschen mehr im Detail an. Das ist jetzt ziemlich Standard. Das ist jetzt VK, ein russisches soziales Netzwerk. Also das ist jetzt typisch, wie das SDK implementiert ist und also vermutlich so in der Standardeinstellung. Also wenn das App startet und sich initialisiert, wird das SDK initialisiert und wenn das App dann im Vordergrund ist, wird eine Nachricht geschickt. Wenn es in den Hintergrund geht, wird da was geschickt. Wenn es geschlossen wird, wird das geschickt. Also man kann da die Kunde profilen über wie lange sie eine App verwenden. Also man hat eine einzigartige ID da drin. Also das heißt, das ist schon ja persönlich, weil eben das gehört ja zu deiner Kopie von App. Also da steht außerdem noch drin, welche Version von Android du am Laufen hast, auf was für ein Land deine Tastatur eingestellt ist. Also ich meine, und es braucht nicht viel, um da noch detaillierteres Zeug zu haben. Also gewisse Apps schicken normalerweise ziemlich sensible Daten an Facebook. Also ich meine, wir hatten über das Baby Plus App gab es da schon Nachrichten. Oder irgendwie früher diese Woche gab es noch das Pregnancy Plus App und ja, wir zeigen mal noch einige Beispiele, die wir gefunden haben. Also das Top-Beispiel ist ja Kayak. Also jedes Mal, wenn man da was sucht in dem App, wird das an Facebook geschickt. Und es ist nicht bloß der Inhalt von was gesucht wird, sondern wo auch immer die Nutzer hingehen. Also Sache wie eine Search-ID wird da mitgeschickt und diverses weiteres Zeug. Hier sieht man noch irgendwie was mit dem King James Bible App. Da wird Facebook sogar erlaubt, innerhalb des Apps, wie du das benutzt, das zu tracken. Also die haben da jetzt ein bisschen was umgebaut und es ist weniger detailliert, aber in der ursprünglichen Version wusste Facebook genau, welchen Abschnitt der Bibel man gelesen hat. Und das letzte Stück sind die tatsächlichen Werbedaten. Und das hier ist eine Anfrage an das Werbenetzwerk. Und es gibt hier viele interessante Sachen, die hierher kommen. Man sieht, wie sehr der Akku aufgeladen ist.
Und das hier sind, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie weit das geht. Und die Accelo, die Daten, wie man das Handy hält, Accelerometer. Child Protection, Child Privacy Act. And it somehow decided that I'm not a child, even though. Dass die App hat auch entschieden, dass ich kein Kind bin, obwohl ich nie gefragt wurde. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das passiert, egal ob du ein Facebook-Nutzer bist oder nicht. Die Profile werden über dich erstellt, unabhängig davon, ob du einen Facebook-Account hast oder nicht. Durch diese Apps wird womöglich ein Profil gebildet. So why does this matter? Also, warum ist das relevant? So our analysis obviously only focused on unsere Analyse hat sich nur darauf fokussiert, auf die Daten, die die Apps übermitteln. Und wir können nicht sicher sagen, wie diese Daten verwendet werden. Aber was interessant ist, ist, unsere erste Erkenntnis ist, dass die meisten Apps sofort Daten teilen, sobald sie geöffnet werden. Und diese Daten, aus diesen Daten ergibt sich, was für eine App geöffnet wird, die App durch die App-ID. Und dann, und zu wissen, welche App genutzt wird, ist ein ziemlich guter Einblick darüber in das Leben einer Person. Also man sieht hier zum Beispiel eine Jobsuche-App oder eine Kinder-App. Also was für eine Art Person ist das? Das ist wahrscheinlich ein Moslem, wahrscheinlich weiblich, wahrscheinlich ein Moslem, sucht wahrscheinlich nach einem Job und hat wahrscheinlich ein Kind. Also die Apps, die automatisch Daten übermitteln und die kommen automatisch mit einer Google App ID. Und diese IDs werden von den Werbenetzwerken benutzt, um User miteinander zu verbinden, also Apps miteinander zu verbinden auf den User. Und es ist wichtig, um zu wissen, welche Apps Leute benutzen und wie oft sie benutzt werden. Und das gibt wichtige Einblicke in den Android-Market. Und sowas ermöglicht einen tiefen Einblick in das Userverhalten. Und wir haben uns wieder darauf fokussiert, auf Apps, die 10 Millionen, vielleicht sogar 500 Millionen Installationen haben. Also wir, insgesamt reden wir von über 2 Milliarden Installationen. Also wir reden hier von sehr vielen Daten. Aber warum teilen so viele Apps mit Daten mit Facebook, sobald sie geöffnet werden? Ein Grund dafür, oder viele Gründe gibt es dafür, ist das Facebook SDK. Das Facebook SDK für Facebook ermöglicht es den Entwicklern, ihre Apps mit Facebooks Plattform zu integrieren, so mit Analytics, Login oder Werbung. Also das ist der Grund, warum viele Apps dieses SDK wählen. Aber hier wird es etwas kompliziert. Facebook tritt alle Verantwortung an die Apps ab, dass alle Daten, die an Facebook transferiert werden, dass das legal ist. Und der Facebook sichert sich vertraglich ab, dass der Entwickler diese Daten mit Facebook legal teilen darf. Jedoch wird in der Regel, wie wir es observiert haben, einfach die Default-Installation, die Standardinstallation dieses SDKs benutzt, wo die Standarddaten gesendet werden. Und in dieser Standardinstallation werden automatisch Daten transferiert. Seit Mai haben sehr viele Entwickler Bug Reports gemacht zu diesem SDK. Und dieser Bug Report aus Juli hat sich jemand beschwert, dass er den Login einbauen wollte, aber sobald die App geöffnet wird, werden Daten übermittelt und sie dürfen das nicht tun.
Und sobald die App geöffnet wird, ist es schon zu spät. Man kann den User nicht mehr fragen, ob die Daten überhaupt transformiert werden dürfen. Also hat Facebook ein Feature veröffentlicht und das verschiebt diesen Automatic Event Login, wie sie es nennen, ein bisschen später. Und das ist im Juni passiert. Und Facebook hat uns bestätigt in einer schriftlichen Nachricht, dass Entwickler früher schon die Übermittlung der Daten ausschalten können. Und nur als Erinnerung, die SDK, die initialisiert wurde, gibt uns starke Hinweise darauf, was für eine Person diese App nutzt. Die große Frage ist natürlich, ist das überhaupt legal? Und wir haben einen großen Abschnitt darüber, der behandelt, ob das überhaupt legal ist. Aber unsere Analyse sagt, die Verantwortung ist auf jeden Fall sehr viel komplizierter, als hier gesagt wird. Wir haben diese Analyse im Vereinigten Königreich gemacht und das ist immer noch ein Mitglied in der Europäischen Union und muss sich somit an die DSGVO halten. Aber wir haben uns auch an die Konkurrenz angeguckt und es besteht eine gewisse Verantwortung. Also, was sollten Android-Entwickler überhaupt tun? Man sollte auf jeden Fall sich mehr um Privatsphäre kümmern und mehr um Privacy kümmern. Zumindest sollten Apps kompatibel sein mit den relevanten Privacy-Gesetzen. Und als Entwickler hat man eine gewisse Verantwortung, Daten nicht zu transferieren, die nicht transferiert werden müssen. Und wir haben mit Entwickler kontaktiert von 21 Apps, die automatisch Daten schicken. Und wir haben sehr interessante Antworten von diesen Firmen bekommen. Von manchen hatten wir den Eindruck, dass sie das SDK nicht wirklich verstanden haben und was das SDK wann tut. Manche hatten eine andere Interpretation, was legal ist und was nicht. Manche haben wiederum verstanden, dass das überhaupt passiert und haben versprochen, ihre Apps zu updaten. Und hier sollten wir ein bisschen Credit geben an Skyscanner. Die haben sich bedankt für unsere Benachrichtigung und haben sofort die App geupdatet und haben dafür gesorgt, dass das jetzt nicht mehr länger passiert. Und dann gibt es auch das Weather Channel. Das haben wir noch nicht wirklich getestet können, aber ja, also die Antworten waren verschieden und Apps, die eine riesige Userbasis haben, müssen sich wirklich mehr Mühe geben. Und ich glaube, wir haben jetzt auch irgendwie ein bisschen Input, um Third-Party-Tracking zu überdenken. Also wohl unsere Rechtsanalyse sagt, die Sache ist kompliziert. Sobald ihr als Entwickler einen Third-Party-Tracker integriert, müsst ihr euch um das kümmern. Also fragt euch halt, müssen wir überhaupt das SDK integrieren oder können wir das irgendwie im Einzelfall entscheiden? Wenn man es implementiert, müsst ihr auch offen zu den User sein, was genau das ihr macht. So, was sollten Facebook und Google tun? Ja, also Datenschutz als Standardeinstellung und bei Design, das ist auch hier relevant. Also Facebook hat uns zurückgeschrieben, dass ja, wie die Entwickler die Datensammlung verzögern können oder das SDK umschalten oder so. Aber ich meine, also für uns gibt es keinen guten sichtbaren Grund, wieso standardmäßig Daten an Facebook schicken soll. Also wenn ihr irgendwie die Standardeinstellung so wählt, dann ist das eben nicht Privacy by Design und als Standardeinstellung. Also in beiden Antworten, die wir von Facebook und Google erhalten haben, also das Google gemacht hat zu den Oxford-Forschung, die haben uns gesagt, ja, aber andere Firmen tracken auch die Leute. Und Facebook hat in parlamentarischen Anhörungen dieses Jahr was gesagt. Die haben wir übrigens alle angehört. Also
Facebook hat dann noch schriftlich auf die US-Senatsanhörung geantwortet. Und also da ging es um Shadow Profiling und Tracken von Nicht-Usern. Und Facebook hat gesagt, das wäre so ein Standard-Feature vom Internet. Und Google hat auch gesagt, ja, Amazon macht das, Twitter macht das. Also ich meine, auf eine Art müssen wir uns das Internet zurückerobern. Es gibt eigentlich kein Naturgesetz, das vorschreibt, dass alle diese Webseiten an Großfirmen Daten schicken müssen. Also was könnt ihr tun? Also die Antwort von Google zu Google ist, wir haben zwei einfache Dinge. Also man kann die Ad-ID zurücksetzen. Also, das funktioniert etwa so. Also hier sieht man mit Opt-in und mit Opt-out. Eine große Verbesserung, findet ihr nicht? Also noch besser ist hier, dass man sieht, das Flag wurde von True zu False gesetzt. Also es werden mehr Daten mitgeschickt als vorher, aber ja. Also das Opt-out funktioniert irgendwie nicht wirklich hier. Aber ich meine, man hat vielleicht einen Vorteil, also wenn ihr ein geroutetes Android-Telefon habt, dann könnt ihr es einfach blockieren. Also ich meine, vielleicht gibt es dann halt Zeug, das einfach aufhört zu funktionieren, aber ja, die meisten User haben halt kein geroutetes Gerät. Also was gibt's dann für eine Alternative? Einfach Apps installieren ohne Facebook SDK und ja, viel Spaß beim Rausfinden, welche das sind, weil das kann man nicht irgendwie nachschauen. Also, das heißt, man kann dann höchstens noch minimieren, wie viele Daten geschickt werden. Also, mehrere Profile verwenden in Android, für jedes App ein anderes, damit die Advertising-IDs verschieden sind. Und man kann sich immer die ID resetten. Also es löst nicht wirklich das Problem, aber ich meine, das heißt, das Profil bleibt dann immer frisch. Also man hat dann nur immer einen kleinen Zeitraum, über den ein Profil erstellt werden kann. Also ich werde jetzt meine Testumgebung veröffentlichen, dass jeder das nachstellen kann, was ich hier gebaut habe. Also es wird auf die Webseite von PI gestellt und die Dokumentation ist auch auf der Webseite von PI. Also wenn ihr die Apps anschauen wollt, die wir angeschaut haben, dann, also wie gesagt, wir haben Kayak getestet, die LED-Taschenlampe ist auch ziemlich lässig. Ja, Tor haben wir angeschaut. So, habt ihr noch Fragen an uns? Thank you, Christopher. Thank you, Federica. Danke vielmals für diesen tollen Talk. Also, wir gehen jetzt zu Fragen über. So, queue up and we're going to take a question right now from microphone 2. What did you send to Facebook? Was habt ihr Facebook geschickt bezüglich der Advertising ID? Es wäre nett, da Facebook zu fragen. Also ich habe da Facebook gefragt mit meiner Advertising-ID und die haben uns zu spät geantwortet. Also sie haben gesagt, sie haben keine Daten, aber wir werden da nochmal nachhaken. Und Facebook veröffentlicht jetzt dann dieses Clear History Tool. Also ich meine, man sieht hier, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Datenschutzrechte, die man hat, auszuüben effektiv. Also man muss da Formulare ausfüllen, das ist alles ganz kompliziert und das sollte viel einfacher sein, an die Daten ranzukommen, die eine Firma über dich hat. Jetzt eine Frage aus dem Internet. Haben einige der Apps Abfang der Daten von Facebook verhindert? Nee, also von denen, die ich getestet habe, hat das niemand gemacht. Da war es kein Problem, diese Daten über einen Man-in-the-Middle-Proxy zu schicken. Hallo, danke für den Talk.
Gibt es irgendwelche Projekte, die Zugang zu diesen SDKs verwenden, aber mit Datenschutz eingebaut, standardmäßig? Also, mir ist nichts bewusst. This kind of application or libraries. Wäre so eine Art Applikation oder Library überhaupt erlaubt von Googles oder Facebooks Terms of Use? Also wir haben die Spielregeln gelesen, aber kann ich jetzt nicht auswendig beantworten. Vielen Dank. Thank you for the talk. Danke für den Talk, war sehr interessant. Und ich denke mal, dass die meisten Apps, die ihr untersucht habt, kostenlos zum Download angeboten wurden. Und habt ihr irgendwelche Indikationen darüber, ob sowas auch stattfindet bei Apps, die kommerziell sind? Sehr gute Frage. Also wenn man mit Firmen anspricht, auch Third-Party-Tracking ist die Standardantwort, naja, Apps müssen monetarisiert werden oder Publisher müssen monetarisiert werden, deshalb brauchen wir so viel Tracking. Aber der Punkt ist, dass also das Argument für sehr, sehr lange Zeit und das Tracking wird immer invasiver. Und das Argument ist aber immer noch da, dass das nötig ist, um relevante Werbung zu zeigen. Also es gibt Möglichkeiten, Analytics zu machen, sogar Ads zu zeigen, das fair und transparent ist gegenüber den Leuten. Aber es gibt da hier so einen großen Abstand zwischen, was halt üblich ist in der Praxis und was halt irgendwie sinnvoll wäre und transparent. Also deshalb kaufe ich diesen Firmen das nicht ab. Also auch wenn Facebook und Google sagen, ja, aber Leute müssen halt Apps monetarisieren irgendwie. Aber wisst ihr, ob bezahlte Apps auch bei sowas mitmachen? Also wir haben keine Bezahl-Apps angeschaut. Aber ich meine, es ist der Standard vom SDK. Also wäre interessant, wenn das jemand noch ausprobieren könnte. Danke für eure Forschung. Ihr habt euch fokussiert auf Facebook. Wisst ihr, ob das auch bei anderen Firmen, wie bei den großen fünf, ob die auch SDKs anbieten, die so ähnlich funktionieren? Also wir haben da nicht groß nachgeschaut. Aber ich meine, man sieht schon viele andere Tools, die Developers regelmäßig gebrauchen. Also gibt es irgendwas, das heißt Amplitude und Crash Analytics von Google. Also ich nehme an, die werden alle auch irgendwie im SDK kommen, so wie die halt Systemdaten schicken, aber haben wir uns nicht genau angeschaut. Ich habe zwei Fragen. Also es gibt hier auf jeden Fall ein rechtliches Problem. Sie brechen hier wahrscheinlich das Gesetz. Sie verstoßen hier wahrscheinlich gegen das Gesetz. Würdet ihr sagen, dass es eine Chance gibt, sie zu verklagen? Und die andere Frage ist, was würdet ihr sagen, wenn wir einfach den Prozess automatisieren, die Ad-ID zu resetten, zurückzusetzen? Automate the process to reset the personal ad ID so that we could just reset the tracking every time. Yes, so to answer your first question. Also zu deiner ersten Frage, wir überlegen uns da weitere Schritte. Also lest die rechtliche Analyse in unserem Paper. Also es ist halt schwer zusammenzufassen, deshalb haben wir es hier ausgelassen. Und da sind noch viele Fragen offen. Also wir haben vergangene Fälle bei Social Plugins und Pixels. Also ich meine, die Frage ist halt, gibt es da irgendwie Parallelen? Und zu deiner zweiten Frage, Ad-ID zurücksetzen. Also ist irgendwie nicht sehr offensichtlich, wie man das machen könnte. Also man muss in die Settings gehen und dann wählt man da Google Ad-ID zurücksetzen und das setzt auch die Facebook Ad-ID zurück, weil das ist die gleiche.
Also ich meine, diese Datenschutzeinstellungen von Google und Facebook, die sind halt so nicht sehr gut verstehbar. Ja, und also das geht irgendwie nur, wenn man das manuell auslöst, dieses Ad-ID-Reset. Und Leute wissen halt nicht, was das für eine Bedeutung hat. Also nochmal kurz zu diesem Report. Also der wird erst gerade veröffentlicht. Also ihr seid eigentlich so quasi die Ersten, die davon hört. Also bitte Applaus. So the next question is from microphone 2. Hi, is there a way to delay... Gibt es einen Weg, das Laden der SDK von Facebook zu verlangsamen, so dass die Analytics-Daten nicht sofort gesendet werden, sondern erst später? Es gibt verschiedene Antworten auf die Frage. Es ist eine gute Frage. Also Facebook sagt, 4.3 oder später hat eine Verzögerungsfunktion eingebaut. Also, und Versionen aus dem Dezember sehen wir, das ist fragwürdig, ob das wirklich funktioniert. Aber also sie bieten eine API an und für die braucht man einen Schlüssel, einen API-Schlüssel. Also zum Beispiel WeChat oder Dropbox, welches wir getestet haben, die machen ihre eigenen Calls in die FBI und gehen nicht durchs SDK. Das heißt, da ist es dann eben anders. Also mein Punkt war nicht, dass man diesen Code einfach interpretiert, sondern aber einfach nur den Facebook-Code reinnimmt, aber nur die Teile reinnimmt, die man tatsächlich braucht für die Sachen, die man haben will. Ah, das weiß ich leider nicht, ob das geht. Im Anbetracht der Menge der Daten, die transferiert werden, macht das Ändern der Ad-ID überhaupt irgendeinen Sinn? Ja. Das heißt, ich meine, es ändert nicht wirklich was, aber es schickt halt ein Signal. Also nachher hat man halt ein neues Profil. Und ich meine, wir wissen ja, wie einfach das ist, solche Profile zu verknüpfen. Aber es schickt halt ein Signal, dass man die Granularität des Targetings reduzieren will und dass man halt eben ein neues Profil haben will. Also wir waren etwas neugierig und unsere Analyse haben wir jetzt nicht getestet, was passiert, wenn man das Gerät auf Fabrikzustand zurücksetzt. Und für verschiedene Android-Versionen gab es da verschiedene Resultate von Google. Also wir konnten das irgendwie nicht nachvollziehen, vermutlich weil wir eine andere Testumgebung hatten als Google. Habt ihr irgendwelche Informationen, wie es bei Apple-Geräten aussieht? Das ist eine gute Frage. Es ist vielleicht ein Projekt für nächstes Jahr. Also gewisse Bug-Reports, die wir gesehen haben, waren auch über die Apple Ad-ID, aber da haben wir ja noch keine Forschung dazu. Das wäre sicher sehr spannend. Ihr habt gezeigt, wenn man aus der Personalisierung der Ads, der Werbung aussteigt, werden die Daten tatsächlich mehr. Könnt ihr jetzt sagen, wie das zustande kommt? Also das war jetzt nur für dieses eine sehr spezifische App, das ist Skyscanner. Und also als wir das getestet haben und durch ihren Prozess gegangen sind, da wollten die wissen, aus welcher Stadt man was anzeigen will. Und dann hat es Daten geschickt. Also ich weiß nicht, wieso das mehr schickt, wenn Ad Customization ausgeschaltet ist. Also Punkt ist halt, wir haben Google gefragt, also wenn man da Opt-out macht bei Ad Personalization, dann darf man diese Daten nicht mehr verwenden für Ad Personalization. Also es ist rechtlich gesehen, also eine Einschränkung über die Verwendung, nicht halt, was tatsächlich technisch möglich ist. Und es gilt nur für die Verwendung für Werbepersonalisierung, nicht andere Verwendung. Würde es Sinn ergeben, beispielsweise
wenn wir diese Art von Forschung machen und wir finden, dass solche Apps tatsächlich die Privatsphäre verletzen. Also es gibt ja F-Droid und diese alternativen App-Stores. Da tatsächlich die Apps zu bewerten und zu sagen, diese ist wie in F-Droid zu machen, eine Review zu machen, so von 1 bis 5 Sternen, bezüglich wie gut die Privatsphäre bei dieser App geschützt wird. Und dann kann man empfehlen, dass eine bestimmte App nicht installiert werden sollte. Ja, das wäre ein sehr tolles Feature. Und eine Empfehlung von uns an Google war auch, dass sie sowas Ähnliches implementieren. Also in Google Play Store. Ich meine, die zeigen ja schon bestimmte Charakteristiken über Apps. Also zum Beispiel, ob es In-App-Purchases hat. Oder wieso können sie nicht da auch anzeigen, ob die irgendwelche Third-Party-Tracker eingebaut haben oder so. Also um noch zwei Dinge hinzuzufügen. Also im Play Store gibt es natürlich Vertragsbedingungen und die sagen halt immer, ihr müsst mit existierenden Gesetzen die einhalten. Aber hier gibt es offensichtlich eine Diskrepanz. Also zwischen diesen Bestimmungen und wie die Apps in der Praxis sind. Und hier haben wir jetzt ja nur in dieser Untersuchung Facebook angeschaut. Das ist einer der Tracker, der in vielen Apps drin ist. Aber es gibt natürlich tausende Tracker von verschiedenen Firmen. Und es ist natürlich sehr schwer zu sehen, wie invasiv eine App ist. Also wir müssen mal schauen, wie viele verschiedene Tracker eine App hat. Also bei Ruben Binsen von der University of Oxford haben sie halt angeschaut, wie viele Tracker Apps drin haben. Hi, I was particularly interested in your communication. Ich interessiere mich besonders für eure Kommunikation mit den App-Entwicklern. Gibt es eine Option, diese Konversation, gibt es eine Möglichkeit, diese Konversation öffentlich zu machen? Es wäre bestimmt sehr interessant. Es gäbe bestimmt dann eine Möglichkeit, diese Probleme aus der Sicht der Kunden anzugehen. Also wir hatten am 19. Dezember die App-Entwickler mit denen Kontakt aufgenommen und wir haben alle Antworten, die wir erhalten haben, werden wir veröffentlichen. Die Antworten, die die App-Hersteller uns geschickt haben. Also für jedes App könnt ihr dann die Antwort anschauen. Also viele Apps haben noch nicht zurückgeschrieben, aber wenn sie dann zurückschreiben, werden wir das später noch hinzufügen. Also noch kurz, um das gesagt zu haben, gewisse Apps haben uns geschrieben, sie brauchen halt noch einiges an Zeit, um uns eine genaue Antwort zu geben. Also bloß, weil da noch keine Antwort ist, ist das noch nichts Schlechtes. So, herzlichen Dank außerdem noch allen, die Fragen stellen. Ihr macht die Talks noch besser. Also, eine Runde Applaus an alle, die schon mal eine Frage gestellt haben. Bitte tut das öfter. Hello. Hi. I have another question related to communication. Ich habe eine Frage bezüglich der Kommunikation mit den Entwicklern. Ich bin echt überrascht von der Menge der Daten, die Facebook erhebt. Habt ihr mal probiert, einfach 1 GB an Daten hochzuladen und zu gucken, ob die das einfach alles schlucken? Ja, ich denke, das würde wahrscheinlich unserem Rechtsanwalt Bauchweh machen. Also es ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Also gewisse Apps, die kommunizieren mit so vielen verschiedenen Trackern, dass gewisse meine Testumgebung zum Abstürzen gebracht haben, weil es einfach zu viel RAM braucht, um den ganzen Traffic mitzuschneiden. Und wenn man die Ad-Personalisierung abschaltet, dann scheint auch ein dokumentierter MITM-Proxy-Bug zu sein. Also es gibt einen Bug, dass das Android-Gerät HTTP
Verbindungsanfragen anfängt auf eine Art, dass MITM-Proxy einfach diese Verbindungen fallen lässt und dann ist das Log einfach voller Müll. Okay, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr einen Tag haben werden von jemandem, der es effektiv ausprobiert hat. Ich habe eine ähnliche Idee. Da ihr eh schon diese Anfragen eingeholt habt. So maybe if, Freifunk would collect, wäre es vielleicht möglich, wenn Freifunk die letzten 1000 Ad-IDs sammelt und sie zu allen möglichen Profilen anfügt, um die Daten zu korrumpieren? Ja, da gibt's natürlich noch mehr GDPR-rechtliche Fragen. Probiert das bitte nicht zu Hause. Time for one more. Then thank you very much that I can be the last one. Thank you very much for your talk. Danke für euren Vortrag. Eine Frage. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit, wie erfolgreich Facebook ist, damit darin die Ad-ID mit dem Facebook-Account zu verknüpfen? Und was passiert, wenn man dieses Konto löscht? Werden die immer noch irgendwelche Aufzeichnungen über euch behalten? Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten für sie dann, dich wiederzufinden, auch wenn du dein Konto bei Facebook nicht mehr hast? Also in ihrer Datenschutzbestimmung und Cookie-Policy und den Vertragsbedingungen zu diesen Produkten hier, dem SDK, erklären sie über, wie sie Daten verwenden, auch von Leuten, die kein Konto haben. Und auch in unserer Unterhaltung mit Facebook haben sie auch erklärt, wie sie das nutzen. Also es ist immer noch nicht so ganz klar. Und für dieses spezifische Muster, das wir hier beobachten, also es hat eine sehr vage Antwort, ist, naja, also ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, weil wir müssen halt diesen Aussagen trauen, die sie in ihren Vertragsbedingungen drin haben. Aber eben, ich meine, Shadow Profiling ist halt tatsächlich ein Problem und diese Daten werden für sehr lange aufbewahrt. Also es ist sehr schwierig halt zu sagen, was hier alles passiert. Friederike Kaltoiner, Christopher Weatherhead from Privacy International with an amazing talk. So, herzlichen Dank für diesen tollen Talk. Ja, und auch hier aus der Übersetzerkabine sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Ploy und...